Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus dem Vitality Stadium. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden das gewohnte Kommentatorenteam. Wir sind bereit und ich glaube, Sie daheim sind es auch. Brügge gegen PSV Eindhoven. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Andreas Korff-Olsen. Manaken. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Sie schirmen den Ball ab. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Madueke. Geht dazwischen und hat den Ball. Andreas Korff-Olsen. Könnte was werden. Guter Pass. Einwurf jetzt. In den freien Raum. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sagis Adamian. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Sagis Adamian! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. ...2:0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Madueke. Gutierrez. Eran Zahavi. Und direkt zurückgespielt. Gutierrez. Guter Einsatz, er hat den Ball. Adoy. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gutierrez. Jetzt können sie kontern. Oh, viel Platz jetzt. Ball war nicht ungefährlich, aber abgefangen. Und Götze. Und abgefangen dieses Anspiel von Götze. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Pass. Er ist frei. Ein unfassbares Tor.
eindeutiges Resultat bis hierhin. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Der Ball geht an die Hand, abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. So, weiter geht's. Durchgang 2, Anstoß hat Eindhoven. Gutierrez. André Ramayo. Götze mit dem Ball. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Flanke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Eran Zahavi. Zahavi, gute Chance jetzt. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Der Abschuss mittig, passt aber trotzdem. Ecke in die Mitte. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Jetzt kommt hier der Wechsel. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Manaken. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie könnten jetzt flanken. Eran Zahavi. Auf Außen ist Platz. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Lang. Manaken. Bas Dost. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Nichts zu machen für den Torhüter, der Ball geht flach ins Netz. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. André Ramayo. Jetzt Götze. Eran Zahavi. Und abgefangen dieses Anspiel von Götze. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Adoy. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Der Ball kommt. Und das ist der Ballverlust. Bas Dost.
Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Und jetzt werden sie wechseln. Ball in den 16er. Da klären sie erstmal. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Gutes Tackling. Eran Zahavi. Da können sie kontern. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Er passt gut auf und hat den Ball. Regulär sind es noch 7 Minuten. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Und nun Götze. Sie bringen den hohen Ball. Sie bringen den Ball im Tor unter, aber wir sehen es, echter Jubel kommt nicht mehr auf. Weil es einfach zu spät kommt, das wissen sie auch. Es hätte ihnen früher gelingen müssen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Chance vertan, die Kugel ist weg. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Eran Zahavi. Ja, keine gute Aktion. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Es ist also ein Sieg geworden mit 2 Toren Vorsprung. Schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.